Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Longest Journey. Ja, wir sind in das MTI-Gebäude eingedrungen. Im Büro von McAllen war allerdings, ja, ein Alarm, den April ausgelöst hat. Und jetzt hat er sie hier sozusagen in der Hand. Und er ist, kurz davor, also die Scheibe und die beiden Drachenaugen aus Arcadia zu bekommen. Die anderen aus Dark hat er bereits, das heißt, er könnte die Scheibe vervollständigen, was ja natürlich sehr ungünstig ist, auch wenn er immer noch nicht weiß, wo der Eingang zum Reich des Hüters ist, ist das ja sicherlich nicht mehr, ist er sicherlich nicht mehr weit entfernt davon. Und das hier, wo wir gerade stehen, das ist seine Zuchtstation, hat er es genannt, für reisende Krieger. Also seine Gentechnik-Experimente haben darauf abgezielt, ihr, ja, irgendwelche Kreaturen oder was auch immer zu züchten, die also in der Lage sind, zwischen den Welten zu reisen. Und nach wie vor kann ich es nicht so richtig verstehen, denn sein Ziel ist ja, die Welten zu vereinen und als Herrscher der vereinten Welt zu regieren. Er hat ja gesagt, dass er ein gütiger Herrscher sein wird, aber ich denke nur so lange, wie die Leute halt ja, seinem Bild folgen. Ansonsten wird er sie vernichten, denke ich. So ein Herrscher wird er sein, also eher ein Tyrann, ein Diktator als alles andere. So, gut, zur Auswahl gibt es jetzt nicht, dass ich den Sinn dieser Station nicht so richtig verstehe. Aber ich würde mal sagen, er ist ein ziemlich kranker Mann, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, was der hier für Experimente gemacht hat, will man eigentlich gar nicht so genau wissen. Du bist ein ziemlich kranker Mann. Weil ich hier mein eigenes Schicksal erschaffe, anstatt da zu sitzen und darauf zu warten, weil ich in die Zukunft blicke. Was ist daran so krank? Dass du glaubst, du hättest das Recht dazu. Aber du denkst nicht an den Schaden, den du dem Gleichgewicht und den Menschen hier und in Arcadia zufügst. Dich haben sie aber voll überzeugt. Zu schade. Du hättest gut in unsere Organisation gepasst. Und jetzt gib mir die Scheibe und die Juwelen. Aber diesmal keine Tricks, sonst müsste ich dir sehr wehtun. Und damit hat er alles beisammen. Vielleicht gibt es eine Chance, das wiederzubekommen. Okay, was war das jetzt? Ich frage dich zum letzten Mal, aber nur, weil ich ein geduldiger Mensch bin. Wo ist der Eingang zum Reich der Hüter? Und ich sage zum letzten Mal, genau, dass ich das nicht weiß. Es liegt in Reading in England. Ich glaube, das ist nicht besonders glaubwürdig. Ich weiß es nicht. Wir wissen das einfach nicht, Kumpel. Glaub's. Oder lass es bleiben. Aber ich nehme mal das Erste hier. Ich meine, mit ihm haben wir es uns sowieso verscherzt, von daher ist es jetzt eigentlich ziemlich egal. Und ich sag dir zum allerletzten Mal, weil ich eine geduldige Frau bin. Fahr zur Hölle! Das ist alles, was ich im Moment wissen muss. Ich lasse dich jetzt eine Weile allein. Wenn ich zurückkomme, wirst du nicht mehr so störrisch sein. Na, das werden wir sehen. Ne, Kollege? Und trotzdem weiß ich nicht, was er jetzt hier gemacht hat. So, na dann können wir uns ja hier nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir irgendwie hier weg. Oh Gott. Ih, was ist denn das? Aufzug verriegelt. Ausgang Gleiterplatz geschlossen. Ausgang Gleiterplatz. Ja, da wollen wir hin. Aber erstmal sollten wir diesem Typen hier ausweichen. Oh ne, jetzt kommt er hier rum. Das ist nicht so gut. So, jetzt müssen wir das benutzen.
Klick, Apple. Klick und renn. Renne. Und raus hier. Weg von diesem ekligen Ding. Was auch immer er da gezüchtet hat. So, aber wohin jetzt? Hier ist irgendwie Ende. Es ist immer noch hinter mir her. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Oh mein Gott. Und sowas hat er also hier gezüchtet. Wunderbar. Na, das ist natürlich eine Bereicherung. Oh, das war kein guter Einfall. Nee, war es auch nicht. Weil jetzt sitzen wir in der Falle. Wollen wir das nicht lieber bei einer Tasse Kaffee diskutieren, anstatt dieses Ich muss April umbringen Spielchen zu spielen? Na gut. Hilfe! Na, was war das denn? Mach's gut. Dann. Gottes! Du scheinst in schlechte Gesellschaft geraten zu sein, Signorita. Du solltest das nächste Mal besser aufpassen. Wo hast du gesteckt? Was? Du hast dir Sorgen gemacht? Ja. Nein, ich meine, ich hatte Angst, du wärst... Na, du weißt schon, tot. Du sorgst dich also um mich? Ave Maria Purissima. Du sagst nicht mir, ich soll verschwinden? Das wird mir fehlen. Ach, lach nicht darüber, Cortez. Ich hätte deine Hilfe in den letzten Tagen mehr als einmal gebraucht, aber du warst nie da. Perdoname. Vergib mir, Señorita. Ich war indisponiert. Als ich gestern Abend endlich aus meinem Gefängnis entfliehen konnte, habe ich sofort nach dir gesucht. Ich muss sagen, du hast eine interessante Spur hinterlassen. Was soll das heißen? Das Grenzhaus, genau genommen fast ganz Venice, stand unter Bewachung. Die Neuerer fragen sich, wie du es geschafft hast, ihren Agenten zu entwischen. Mit Magie? Das dachte ich mir. Du hast in Arcadia wohl einiges dazugelernt. Ich bin ein richtiger Pfadfinder geworden. Es ist erstaunlich, wie man über sich selbst hinauswächst, wenn es nicht anders geht. I see. Ich habe es bemerkt. Hui, wie haben die Neuerer dich erwischt eigentlich, ja, Cortez? Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Das wäre doch mal ganz interessant zu erfahren. Vielleicht sollten wir ihn warnen, dass Jacob McAllen hier rumgeistert. Ich meine, wie ist er jetzt hierher gekommen und hier reingekommen? Auf jeden Fall interessant. Und Cortez hat offenbar Magie angewendet. Und entgegen aller Voraussicht von McAllen ist Cortez doch aufgetaucht und hat wie ein Märchenheld April gerettet. Der wird sich noch wundern hier. Wie haben die Neuerer dich erwischt? Mit einer kleinen Armee und der Hilfe eines sehr gefährlichen Mannes. Gordon Holloway. Ich habe ihn kennengelernt. Nicht gerade umgänglich. Und könnte etwas Sonne vertragen. Gordon ist ein Geschöpf der reinen Logik. Er wurde als Kind geteilt. Eine Hälfte zog nach Stark, die andere nach Arcadia. Er ist das Opfer eines furchtbaren Experiments der Neuerer. Der Strudel des Chaos, stimmt's? Genau. Seine ungezähmte, magische, chaotische Hälfte. Was die Leute seine Seele nennen würden. Gordon wäre der Hüter geworden, wenn ihn die Neuerer nicht gebrochen hätten. Ich kenne die Geschichte. Kann er trotzdem Hüter werden? Die Neuerer glauben es. Aber wenn er Hüter wird, wird er das Gleichgewicht verdrehen und zu seinem Vorteil missbrauchen. Ich darf gar nicht daran denken, welche Auswirkungen das hätte. Hast du mir wirklich alles erzählt, was ich wissen muss, Cortez? Worüber? Darüber. Über alles, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe dir alles erzählt, was ich dir erzählen konnte. Ja, klar. Wie du weißt, habe ich ein Gespräch zwischen dir und deinem Freund Vater Raoul belauscht. Und dann McAllen. Jacob McAllen? Ist er hier? Er war hier. Er ließ diesen Mutanten auf mich los, damit ich ihm erzähle, wo das Portal zum Reich des Hüters liegt. Ay Dios mio, wir müssen dich so schnell wie möglich hier wegbringen. Er ist sehr gefährlich. Und da ist er natürlich auch schon.
Na, wenn das kein Familientreffen ist. Du kannst mich nicht hinters Licht führen, Bruder. Die Neuerer? Mehr ist dir nicht eingefallen? Wenn du dich schon in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischt, wäre es besser gewesen, etwas subtiler vorzugehen. Er packte den Drachen und hielt ihn 1000 Jahre fest. Endlich wieder frei, Bruder. Dass du unter Menschen weilst, in einem Männerkörper und mit einem Männernamen wie MacAllan. Das Gleichgewicht hat es nicht gut mit dir gemeint. Das Gleichgewicht wird sterben, Bruder. Die Waagschale senkt sich und die alten Mauern stürzen ein. Das Zeitalter der Drachen steht bevor. Egal, ob du dich uns anschließt oder nicht. Bei dir mitmachen? Du stehst für alles, was ich verachte. Du hasst und fürchtest diese Sterblichen so sehr, dass du das Chaos über sie bringst, um sie zu vernichten. Aber du wirst dich nur selbst zerstören. Unsere Zeit wird kommen, aber nicht durch dein Handeln. Sind die Welten der Sterblichen so wichtig für dich, dass du vergisst, wer du bist? Ich habe nie vergessen, wer ich bin. Das hast nur du verbrochen, Bruder. Es ist immer noch Zeit. Du bist Fleisch von meinem Fleisch. Mein Blutsverwandter. Du bist ein unsterblicher Drache. Unsere Schicksale lasten auf der Waagschale des Universums. Wo hast du nur all die Klischees her? Blutsverwandte. Stört es dich gar nicht, dass sich das anhört wie aus einem schlechten Stück? Naja, dein Sarkasmus wird mir nicht fehlen, Bruder. Er wirkte immer ein wenig angestrengt. Tabas! Gottes Uhr ist stehen geblieben. Oh nein, sein Herz. Das hat Brian also gemeint, als er sagte, Cortez nennt sie sein Herz. Sein Herz schlägt nicht mehr. Ist Cortez tot? Ich kann es einfach nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn, weil... Er ist tot. Alle sterben. Aber warum nur? Ich kann nicht... Alle, die ich liebe, sterben. Alle, die ich liebe. Und ein erneutes dramatisches Ereignis hat sich ereignet. Ja, Cortez und MacAllan, die beiden Drachen oder Draken aus Stark. Kein Wunder, dass Cortez wusste, ja, wo er die Drachenaugen finden kann. Und natürlich auch, ja, logisch, dass MacAllan also wusste, wo er sie finden kann. Ja, das einzige Gute daran ist ja, dass MacAllan wahrscheinlich auch tot ist. Und damit ja, hat Cortez sich geopfert, um die Welten von ihm zu reinigen, sag ich mal. Aber es wird Zeit für uns, dass wir dann versuchen, die Scheibe jetzt wieder zu bekommen. Als erstes werfe ich aber nochmal einen Blick ins Tagebuch, denn da ist jetzt was dazugekommen. Sonntag, 6. August 2209. Kurz vor Sonnenuntergang. Wie viele Überraschungen hält das Schicksal denn noch für mich parat? Und wie viele Freunde werde ich noch verlieren, bevor alles vorbei ist? 2 in einem Tag sind einfach zu viel. Cortez. Ich kann nicht glauben, dass er einfach nicht mehr da ist. Und dass er ein Kind war. Ich hätte es wissen müssen. Aber ich war bis zu dieser Woche auch nicht gewohnt, dass Freunde und Angehörige sich plötzlich als Drachen von fernen Planeten entpuppen. Also waren Cortez und MacAllan die beiden Draken von Stark. Jetzt habe ich alle 4 Edelsteine. Oder werde sie haben, sobald ich die Scheibe und die Juwelen aus MacAllans Safe hole.
Ist ein solcher Sturz für einen Drachen überhaupt tödlich? Ja, das ist eine gute Frage, aber sie hat ja auch schon gesagt, die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr steht. Die stand aber auch, als wir sie bekommen haben. Und April hat die wieder aufgezogen, mit Hilfe von der Stecknadel, von der Pinnnadel. Vielleicht gibt es also noch Hoffnung. Auf der anderen Seite würde das auch bedeuten, dass McEllen immer noch am Leben ist. Und den können wir wahrscheinlich wirklich nicht gebrauchen. Also, ja, Wahnsinn. Cortez also ein Draken. Es gab Hinweise im Spiel darauf. Wir waren ja auch bei dem Banda, da hieß es ja auch Cortez der Rote. Das war ja ein Hinweis darauf, dass Cortez also der rote Drache ist, der rote Draken. Und damit, ja, wie April schon geschrieben hat, ist ein weiterer Freund gestorben. Ich frage mich, ob Cortez wusste, dass April auch eine Draken ist und dass sie die Tochter des weißen Drachen ist. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen, dass er das wusste. Dass er, ja, es zumindest geahnt hat. Na gut, die Zeit ist jetzt um, deshalb werden wir im nächsten Video hier weitermachen und versuchen, die Steinscheibe wieder in unsere Finger zu bekommen. Und dann geht's zurück zu Flipper Burns. Vielleicht hat der mittlerweile was rausgefunden. Also bis dann. Tschüss!